Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Munkeln im Dunkeln werden wir heute machen, doch rückwärts. Außerdem werden wir die restliche Welt hier komplettieren. Alles 100%. Wir werden jedes Level, was es in diesem Spiel gibt, schaffen. Und dann in der nächsten Folge gibt es einen Bossfight. Und danach gibt es einen extra Content. Also wir sind ziemlich nah am Ende, könnte man sagen. Und ja. Das ist nur das letzte Mal, dass wir noch gegen diese Typen hier auftreffen müssen. Und ich muss leider etwas zuhören, weil ich ja nicht weiß, wo die Pucci-Pups sind. Deshalb, ich bin jetzt auch etwas weiter entfernt von meinem Mikrophone. Weil ich glaube, in den letzten Folgen war ich etwas zu laut. Ich höre ihn, er ist da unten. Oh nein, der Arme. Was war das? War da ein Gegner? Ich habe es nicht bemerkt. Hier rum, zack. Bitte schnell einen Checkpoint, damit meine Verkleidung schnell aufgeladen wird. Oh, hier ist irgendwas. Herzen bestimmt. Jupp. Exakte. Komm her. Oh Gott, stimmt, da war ja was. Wir haben 3,5 Minuten Zeit. Okay. Ich habe Angst. Ich hoffe, wir schaffen das in der Zeit. Ich höre einen. Hi. Was? Okay, ich dachte, ich hätte jemanden bellen gehört. Hab ich dann wohl doch nicht. Aber wo gibt's denn hier noch welche? Wo könnten hier noch welche sein? Ich höre einen! Was? Ich höre doch einen! Aber hier kann ich doch gar nichts machen. Den kann ich auch gleich abschießen. Doch, ich höre hier einen! Ah, da einen im Hintergrund, oh mein Gott! Okay, ich hab ihn! Lol, nein! Verdammt, okay, hallo! Checkpoint! Bitte? Ich muss heilen. Ich bin so voll, das Outfit immer wieder neu auszuwählen. Okay, hier war ein Checkpoint. Epic! So. Ach, verdammt, egal, passiert. Da reiße ich mir jetzt keine zwei linken Hände ab. Aber, jetzt mal ganz ehrlich, wo ist der letzte? Ich höre ihn doch. Da ist er. Da, wo Lakito normalerweise ist. Und wir haben ihn. Wir haben alle. Okay, das ist einfach ziemlich einfach mit den Pucci-Pups. Also wirklich einfach. Ich dachte, die werden ja extra schwer. Also nicht versteckt schwer, aber erreichbar schwer. Aber nein, das war ziemlich gechillt. Ja. Yeah. Wuhu, Yoshi. Nice, nice. So, damit haben wir das Level 100%. Jetzt fehlen nur noch zwei. Ja, das Projekt, das Let's Play Yoshi's Crafted World ging ja bei mir schon fast ein Jahr jetzt. Und ich glaube, es wird langsam mal Zeit, dass es beendet wird. 300 Minuten haben wir in Schleicherei allerlei. Da bin ich auch mal gespannt, wie das hier ablaufen wird. Das war doch das, mit den ganzen Alarm-Typen. Och nö, da gibt's so viel zum Erkunden. Oh nein, 3,5 Minuten nur? Dann dürfen die aber nicht versteckt sein, oder? Oh, da ist ein Yoshi hinter uns. Aber ein Yoshi im Hintergrund. Naja, ist nicht wichtig. Einfach durchrushen. Ja, ein paar Eier mitnehmen wäre vielleicht ganz wichtig. So, zack. Ach, passiert. Ach, lass mich in Ruhe, du Blödmann. Nein, oh Gott. Ah, wir machen mal hier mit. Vielleicht kommt das ja zu unserem Vorteil. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ach. Egal. Hier ist ja eh wieder ein Knopf. Mit einem Checkpoint. Und ich sehe einen Hund, wollte ich sagen. Ja, ist auch so. Habe ich nicht gehört, aber ich habe ihn gesehen. Also von daher eigentlich auch okay, würde ich sagen. So, hier kann ja keiner sein. Denke ich mal. Stacheltypen sind mir jetzt egal. Dum, 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 dum. So. Checkpoint Nummer 2. Das Level ist schon fast beendet, oder? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil. Irgendwo hier muss doch auch einer sein. Es fehlen noch zwei. Wo soll denn hier noch? Hier ist das Ende. Okay, warte, diese zweite? Nein. Nein, das war der dritte. Wir haben tatsächlich einen verpasst. Doch wo? Noch haben wir Zeit.
Noch nehme ich mir auch die Zeit, um ihn zu suchen. Aber ich bezweifle, dass wir ihn finden. Aua. Nee. Hier war doch schon der erste irgendwo dann. Hier. Nee. Hier ist er doch nicht. Niemals. Nee, hier war schon. Hier war der erste. Och nein, mein Kostüm. Hier war der erste. Ja, da schauen wir nicht mal First Blood. So, der erste befindet sich ja hier. Und kurz danach kommt tatsächlich auch schon der zweite. Den gibt es nämlich hier. Muss man nämlich kurz warten. Glaube ich. Eigentlich müsste das Ding hier aufgehen. Muss ich davon gesehen werden? Vielleicht lass mich mal kurz sehen. Vielleicht geht das dann auf. Geht das auf? War das das Ding? Das ist es. Das ist hier. Was? Aha. Ja, super. Das muss ich nachschauen. Hier haben wir den. Ich weiß nicht, wie man den herausfinden soll. Aber, ja. Anscheinend gibt es da unten einen Flatter. Und dann kriegt man da im Hintergrund den Putschipap. Muss man drauf kommen, dass man da stehen bleiben muss und dann nach unten gehen muss. Für den Flatter zum Erscheinen tun, so. Aber ja gut, ne? Komm mal runter hier. Nice. So, zumindest haben wir es jetzt. Das Rückwärtslevel hier ist ziemlich blöd. Aber wir haben es. Und jetzt fehlen nur noch zwei. Einer. Ein Rückwärtslevel. Und dann werden wir alles nochmal neu machen. Denn es gibt hier nochmal das Maximum aller Questaufgaben. Aber ich glaube, das sind die letzten. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht. Vielleicht sind es die letzten Questaufgaben. Und ich hoffe mal drauf. Weil ich hasse es und ich will es nicht mehr. Yeah. Zahnrostfabrik. In 3,5 Minuten. Aber natürlich ohne den Boss. Weil das würde ja den Rahmen sprengen. Dann wären wir hier bei 5 Minuten oder so. Ja, okay, nee. Eigentlich weniger. Wie auch immer. Ich glaube, wir schaffen es jetzt. Warte, war da. Hat er eigentlich gerade eine Animation oder war da jetzt keine? Lol. War da gerade eine. Nee, egal. Ja. Butchi. Butchi, Butchi. Wo seid ihr? Oh Gott. Ich nehme mal lieber ein Ei mit. Komm mal her. Oh, nein, was mach ich? Okay. Ah, so. Ich höre ihn, ich höre ihn. Ich sehe ihn. Da bist du, komm her. Yes, hab ich dich. So, hier geht's lang. Den ersten nochmal. 300 Minuten, yep. Ich schieß mal lieber alles ab. Am Ende könnte man es gebrauchen. Hier in dem Fall nicht, aber man weiß ja nie. Ich habe übrigens hier dieses Kostüm genommen, weil ich dachte, das wäre cool. Weil das ist ja so ein Gitter. Und wir wollen ja nicht, dass die Putschipaps abhauen. Hä? Das habe ich überhaupt nicht getroffen. Okay, cool. Ich sag dazu mal nichts. So, wir sind jetzt wieder zurück hier an Ort und Stelle. Und leider lassen wir uns wieder etwas den Hintern verbrennen. Aber diesmal falle ich auf dich hier nicht mehr rein. Ja, ich weiß, im originalen Level haben mich diese Dinger nicht beeinträchtigt. Aber anscheinend in diesem Level schon. Okay. So, zweiter Hund. Ich höre ihn, ich sehe ihn aber leider nicht. Ein Problem. Was wir lösen können. Ist er hier überhaupt? Oh, oh, oh. Ah. Ich höre ihn nicht mehr. Oh nein. Ist er hier überhaupt? Oh nein.
Doch, ich höre ihn noch. Was? Habe ich ihn verpasst? Oh nein. Doch, nein, doch nicht. Yes, oh mein Gott. Das war gemein. Die haben nämlich einen schon mal vorher geteasert, dass er da ist, aber... Ich wäre jetzt eigentlich nochmal zurück nach oben gerannt, aber ich dachte mir so, nee, gucken erstmal nach unten. Vielleicht ist er ja wirklich unten, weil ich habe ihn da immer noch bellen gehört. Und das fand ich jetzt gemein irgendwie. Wow, wow, Yoshi. Entspann dich, Yoshi. Hä? Müssen wir hier gar nicht lang? Oh. Ja, und das kriegt jetzt Strafe. Tool. Renn, 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 Yoshi, renn, Yoshi! Okay. Da oben vielleicht. Yes! Oh lol, der war wirklich hier oben. Wie nice. Okay, wir haben noch... Okay, wir haben genug Zeit. Wir schaffen das Level. Du bist cool. Kann ich abschießen? Nein! Verdammt. Egal, das schauen wir, Alles gut. Denn das Ziel ist direkt hier vorne, wie ich... Soll ich... Ja, genau, hier ist das Ziel. Bam! Nice. Alle Rückwärtslevel geschafft. Ich hoffe, die Bonuslevel sind keine Rückwärtslevel. Das wäre kacke. Denn es gibt ja noch After Story Level, wie ich jetzt schon 20 Mal erwähnt habe. Und ich lasse es ja jetzt. Ist ja jetzt gut. Ich lasse es jetzt. Sorry. So, ein neues Kostüm. Welches wollen wir nehmen? Wir werden übrigens nicht mehr Multiplayer spielen in diesem Let's Play. Nehmen wir das Ding mal. Elektrolift. Warum nicht? Warum nicht? So. Ich brauche ganz, ganz viel. Los geht's. Ich will 4 Mülleimer. Da standen welche auf der Rückseite der dunklen Stadt. Ganz schön gruselig da. Ich will ein wenig aufräumen, weil die Stadt hat mich schon angenervt. Angenervt? Okay. Ja, habe ich gerade erfunden. Ach so, okay. Ja, wir blockern uns, wir erfinden ganz viele Wörter. Ah, ja. Ich habe bisher keinen einzigen Mülleimer gesehen. Das ist der erste, den ich finde. Ich bin am Ende des Levels. Okay, jetzt beim genaueren Zuschauen. Gibt es hier hinten am Anfang des Levels, oder was heißt am Anfang des Levels? Relativ am Anfang gibt es hier einen. Hier ist noch einer. So, da ich mal wieder keine Lust hatte, das selber zu suchen, habe ich mal wieder nachgeguckt. Und hier befindet sich die letzte Tonne. Der letzte Mülleimer. Letzte Mülltonne. Was auch immer. Ah, und damit haben wir eine von 20 Aufgaben. Na, okay, das wäre, glaube ich, zu viel. Ich glaube, von 15 Aufgaben oder so geschafft. Oder 16? Ich glaube, von 16. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist unsere zweite Aufgabe... Ein Wal finden. Im Museum habe ich einen gesehen, aber welche Art war es denn noch gleich? Alles klar. So, und nein, ich wollte das auch nicht. Ich wollte hier schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sachen gibt es zu finden. Okay, also keine 20, sondern 10. Immer noch viel. Ich zeige euch, wo ihr diesen Wal finden könnt. Oh, sogar 3D. Cool. Oder zum Teil. Etwas breiter. Meinst du den hier? Aha. Ich glaube, so ist relativ mittig im Level. Nicht schwer versteckt. Sehr offensichtlich, wenn du nach einem Wal im Hintergrund suchst. Also, offensichtlich, glaube ich, geht's gar nicht. Deshalb bin ich froh, dass wir die zweite Aufgabe von 10 auch so einfach erledigen konnten. Ich hoffe, die dritte wird auch so einfach. Und 4 und 5 und so weiter. Ich will einen Minimauser, den haben wir schon gefunden alle. Ich habe ihn auch sogar abgeschossen. Wenn man einen in der Zahnradfabrik findet, wäre es gut, ihnen zu helfen. Ja. Ich habe ja mein Kostüm verloren, aber ist mir jetzt auch egal. Kann man den drehen? Ja, aber hier gibt es halt nichts. Minimauser, man kennt ihn. Mauser, ganz easy zu finden, relativ am Ende des Levels. Ja. Haben wir auch, wie gesagt, schon gesehen. Ist ja auch... Also, sehr offensichtlich. Offensichtlich geht's, glaube ich, auch gar nicht. Also von daher, ziemlich easy. Und wir machen weiter. Mit Aufgabe 4. Was gibt's als nächstes, Bro?
Ja, halt mal kurz still. Was geht noch mal auf Einkaufsliste? Ah ja, ein Nachtvehikel will ich noch haben. Das fiel mir in einer dunklen Stadt auf. Die Rücklichter waren eingeschaltet. Okidoki. Direkt hier gibt es ein Nachtvehikel. Ja, kein Auto, ein Nachtvehikel. Nachtvehikel gefunden. Dort drinne ist es. Bis es hier draußen. Wie auch immer. War auch kein Problem. Es sah zwar nicht aus wie eins, aber es hatte so die Form von etwas Ähnlichem, was wir suchen. Also war das ziemlich auch als eigentlich ziemlich einfach zu finden. Gut, jetzt kommt Nummer 5 von 10. Hey, schon fast bei der Hälfte. Ja, stimmt. Auf jeden Fall will ich 4 Vasen. Da gibt's welche im Museum, aber nicht zwingend als offizielle Ausstellungsstücke. Okay. Holen wir uns sie. So sehen sie aus. Dum dum bam bam. Die erste Vase befindet sich hier. Eine weitere kann man hier auffinden. Ist aber etwas schwerer zu erreichen. Als ob ich das Ding getroffen habe. Oh nein. Nein! Komme ich da denn dran? Ah, hier sind ganz viele Eier. Kann ich nicht auch ganz leicht von hier abschießen? Yo, kann ich! Cool. Hier gibt es mehrere Vasen, aber wir wissen alle, er will nur eine mit Blumen drin. Und da ist die letzte Vase und die ist einfach schwer zu erreichen, denn wenn das Ding zu ist, wenn man nämlich, also man kann das Ding nur erwischen, wenn man gesehen wird, weil sonst geht das Ding ganz zu und es geht nicht immer so auf, dass man die Vase treffen kann. Vielleicht kann man die von rechts besser erkennen. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, ich bin nämlich währenddessen gestorben. Und ja, wir haben die Hälfte von dieser Welt mit Aufgaben geschafft. Nummer 6 von 10. Ja, also ich will einen Gabelstapler. Ja, super. So einen habe ich doch mal in der Zahnradfabrik entdeckt. Ja, wir hatten es letztens auf unserem Kanal etwas mit Stapelfahrern zu tun. Und da ist es schon ziemlich lustig, dass wir einen finden müssen. Und wo der ist, erfahrt ihr jetzt. Ich glaube, ich habe ihn bereits entdeckt. Ist es der? Yes, das ist er. Nice, nice. Gut. Ich bin fast fertig mit den ganzen Quests. Jetzt kommt Aufgabe 7 von 10. Hey! Und danach lassen wir es dann mit der Folge. Wir werden dann in der nächsten Folge den Endboss machen. Dieses Spiel. Yeah. So, Aufgabe 7 von 10, was brauchst du? Ich bitte dich, eine Hundehütte für mich zu suchen. Ich weiß, da hast du schon 10.000 Mal abgeschossen, aber egal. In der dunklen Stadt war noch eine gewesen, weißt du? Welchem Hund sie wohl mal gehört hat. Daran habe ich gar nicht gedacht. Warte, ist da nicht sogar ein Hund drinne? Warte, was? Labert der gerade oder ist da noch ein Hund drinne? Hier ist sie! Und doch, da ist ein Hund drinne. Okay, da verstehe ich seine Aussage nicht. Da gehört doch... das ist ein Hund. Man sieht's doch, da ist ein Hund, da lebt einer. Egal, dann ist er wohl nicht echt der Hund. Vielleicht ist er ausgestopft. Ja gut, hier in dem Spiel kann man das eigentlich schon mal vermuten, aber komm, Spongebob drüber, ist das auch egal. So, danke für die Blume. Aufgabe 8 von 10 kommt jetzt. Ah ja, ich will 5 Chip-Chip-Bilder. Davon könnten welche auf der Rückseite des Museums sein. Schwer zu finden. Schwer zu finden? Sicher? Ich meine, so ein Bild, das gibt's doch bestimmt unten, wo die ganzen Bilder sind. In Haufenweise, oder? Mal schauen. Hier ist eins. Oh, verdammt. Das kriegt man aber nur, wenn man nicht gesehen wird. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Na, verdammt. Okay, das ist schwer. Ich will jetzt sterben. Freak. Alter. Okay. Zack, wir haben's. Hier ist ein weiteres. Oh, hier ist eins. Dann werden wir es wahrscheinlich aber auch nicht treffen lassen. Sehen lassen, meine ich. Nice.
Hier ist noch eins. Und der letzte befindet sich hier. Bitte, bitte schießen ab, bevor ich sterbe, bevor ich sterbe. Nein. Von wo schießen die, von hier ab? Okay, von hier. Gut. Coole Aufgabe. War jetzt nicht schwer und war jetzt auch nicht stressig. War sehr cool. Warum könnten nicht die meisten Aufgaben so sein wie die hier? Das verstehe ich nicht. Hm. Egal, Aufgabe 9 von 10 jetzt. Außer ich kann nicht zählen. Aber wir hoffen mal, ich kann zählen. Ja, auf jeden Fall 6 Strahlezahnräder habe ich gehabt. Die kennst du ja. Auf der Rückseite der Zahnradfabrik sind viele Räder, aber nur wenige strahlen und haben so ein hübsches Gesicht. Weißt du? Ja, ja, und das letzte ist wahrscheinlich ein Roboter dreimal finden. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Den Typen war... Eins befindet sich hier. Okay. Der Pucci ist verfolgt tatsächlich ein, also ist es gar nicht mal so schlimm gewesen. Dann nehme ich meinen Kritikpunkt an dieser Stelle zurück. Okay, leider habe ich ziemlich viel Pech beim Finden. Doch was ich gerade noch gesehen habe, ist, dass es hier eins gibt. Doch, dich doch da. Doch, wie erreiche ich das? Okay, ich glaube, ich erreiche das nur von hier hinten. Habe ich recht? Vielleicht von hier aus am besten? Yes. Hier hinter gibt es eins. Oh. Doch wie ich daran komme, bleibt mir ein Rätsel. Für immer. Zack. So also. Hier gibt es einen. Den haben wir auch vorhin abgeschossen. Nein. Doch leider sind wir am Ende des Levels und uns fehlen noch 2. Und ich habe keine Ahnung, wo die sind. Okay. Ein letztes gibt es noch hier hinten. Doch einen habe ich leider verpasst. Oh Gott, das war cool, das Geräusch. Schon wieder. Das ist cool. In der Tomatensauce, wenn ich schwimme. Ich will nochmal, ich will nochmal. Einmal noch. Cool. Ohne Worte. Ganz ehrlich. Dazu werde ich mich nicht äußern. Gut, letzte Aufgabe. Dreimal den Riesenrobo suchen, richtig? Ja. Ja, aber was ist für das? Naja, woher wusste ich wohl, dass ich diesen Dosenroboter dreimal suchen muss in 3 verschiedenen Leveln? In 3 verschiedenen Leveln findet man jeweils einen davon. Also, schon gesagt. Naja, viel Glück. Ja. Ich sag euch, wo alle sind, auch wenn wir schon alle gefunden haben. Und so sieht er übrigens aus in Schwarz-Weiß. Let's go! Der erste befindet sich hier. Ziemlich einfach. So wie die anderen beiden. Die will jetzt auch noch zeigen werden. Die ich noch zeigen werde, nicht wir. Ich bin ja alleine. Hi. Ja. 1 weiter befindet... Hier befindet sich der zweite. Kurz nach einem Checkpoint, glaube ich. Und nun werde ich euch, bevor ich euch aber den dritten zeige, den letzten, habe ich gerade gesehen, kann ich euch sein 3D-Modell zeigen. Das will ich noch kurz, das will ich noch kurz machen. Hier. Hä? Was? Aber da oben ist er doch schon ausgefüllt. Hm. Weird. Der letzte befindet sich im Hintergrund am Ende des dritten Levels. Und somit sollten wir dann hoffentlich endlich alle Quests im ganzen Spiel beendet haben. Außer die Bonus-Level wollen auch nochmal, dass man Rückseite macht und die Quests macht. Aber ich hoffe mal auf das Gute. Denn jetzt reicht's auch wirklich mal, ja. Juhu, du hast mir alles gefunden. Mein Einkaufszettel ist voll. Hier, ja, deine 441. Blume. Nee, eigentlich haben wir mehr, aber... Wir haben ja meistens schon abgegeben, egal. So, das war's. Nice! 100%! Hier im Schummerland. Aura, alle Gänse in Schummerland gefunden. Hast du den Namen richtig gehabt?
Ja, ich weiß. Und in der nächsten Folge geht's dann richtig ab. Gegen Bowser Jr. und Kamek. Schaltet ein!